Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Planet Zoo. Und ihr seht schon im Hintergrund, ich fange wieder im Speedbuild direkt an zu bauen hier. Ich habe mir vorgenommen, mal zu versuchen, sowas wie eine Tribüne zu bauen. Das heißt, etwas mit mehreren höher gelegenen Reihen, wo die Leute dann sitzen können und sozusagen auf etwas hinabblicken können. Also ich fand das eigentlich ein bisschen herausfordernd, weil man da mit den Wegen halt so ein bisschen ja, arbeiten muss. Und mit den Wegen habe ich bis jetzt noch nicht so interessante Sachen gebaut. Deswegen habe ich mir einfach mal die Herausforderung gesetzt, eine kleine Tribüne zu bauen. Und ihr seht hier schon, die Grundform ist auf jeden Fall so ein bisschen abgerundet, weil gerade ist natürlich sehr, sehr langweilig. Aber man muss natürlich mal sagen, rund ist immer eine Herausforderung, weil das halt viel, viel schwieriger ist, dann alles gleichmäßig zu bauen. Ich muss aber auch dazu sagen, dass ich mir diese Folge absolut nicht wirklich ein Ziel gesetzt habe oder so. Ich habe einfach freie Schnauze angefangen, hier drauf loszubauen und einfach mal gucken, wie das Ganze dann entsteht. Ach so, und ihr müsst euch auch nicht wundern, wenn dann einfach mal ab und zu so ein paar Sachen dazukommen, wo ich nicht zeige, wie ich das Ganze gebaut habe. Das sind einfach Sachen, die ich im Endeffekt wieder gelöscht habe, weil ich halt, wie gesagt, einfach freie Schnauze drauf losgebaut habe. Und deswegen kommt es halt hier in diesem Video ganz häufig darauf oder darin vor, dass ich wieder Sachen lösche und sowas. Wie zum Beispiel hier dieses Rechte da mit dem Schwarzen und den Stein da. Das werde ich am Ende wieder alles entfernen. Deswegen habe ich dort auch nicht den Bau gezeigt, weil das würde ja einfach das Video unnötig in die Länge ziehen. Für welches Tier oder was für ein Gehege das werden soll, das habe ich mir auch vorher noch gar nicht überlegt. Ich habe natürlich immer so ein bisschen im Hinterkopf gehabt, das Ganze für irgendein Wassertier zu machen, weil das mich so ein bisschen an den Mosasaurus logischerweise von Jurassic World erinnert hat. Da ist ja auch so eine Tribüne, wo die Leute sozusagen in so einem runden Kreis alle sitzen und dann kommt so die Mosasaurus-Fütterung mit diesem weißen Hai, ist es glaube ich, der dann da hochgefahren wird und dann springt ja der Mosasaurus raus und frisst sozusagen den Hai und alle Leute werden nass und sowas. Und in diese Richtung sollte das Ganze so ein bisschen gehen. Hier ist auch jetzt nochmal gleich eine Sache, die ich euch auf jeden Fall als Tipp so ein bisschen ans Herz legen kann. Wenn ihr mal irgendwie was gebaut habt, was ihr dann im Endeffekt nochmal verändern wollt, weil ihr irgendwie Sachen entfernen wollt oder so und die so ein bisschen verschachtelt ineinander sind, zum Beispiel in Wegen oder sonst was für Sachen, dann markiert euch einfach alles, zieht das Ganze so ein bisschen raus, löscht dann die Sachen oder bearbeitet die Sachen, die ihr geändert haben wollt und dann könnt ihr das Ganze wieder sozusagen in diese Verschachtelung hineinschieben. In dem Fall bei mir ist es natürlich wieder der Weg, weil dann geht das Ganze viel, viel einfacher, als wenn ihr das direkt in diesem Weg bearbeiten wollt, weil dann ist es teilweise echt schwierig, die richtigen Teile zu markieren und sowas. Hier seht ihr jetzt auch gleich im Hintergrund links, dass ich erst so die Idee hatte, so ein richtiges Haus mit so einer anliegenden Tribüne zu bauen. Aber das fand ich irgendwie im Endeffekt nicht so cool. Deswegen habe ich das ganze Haus abgerissen und sowas. Und ich werde jetzt auch gleich dieses rechte Teil da nochmal wieder abreißen. Und habe mich dann letztendlich dazu entschieden, daraus so eine kleine Freilichttribüne zu bauen. Also einfach so einen kleinen abgerundeten Bereich, wo die Leute halt hingehen können und sitzen können und halt das Gehege beobachten können, was dann im Endeffekt vor diese Tribüne kommen wird. Als nächstes habe ich mir dann nochmal die Sitzreihen vorgenommen. Die habe ich nochmal versucht, einigermaßen vernünftig anzuordnen. Das war gar nicht so leicht, weil das Ganze natürlich ja höhenversetzt ist und abgerundet ist. Das heißt, die höheren Reihen sind immer so ein bisschen länger. Und somit war es halt, dass bei jeder Sitzreihe, die eine höher war, sozusagen zwei Sitzbänke zusätzlich dazu kamen, damit das Ganze gleichmäßig ist. Und jetzt musste ich natürlich erstmal gucken, wie ich das Ganze am besten anordne, dass es dann auch überall passt. Hab's dann so gemacht, dass ich links und rechts so ein kleines Stück noch freilasse und dann ging es eigentlich relativ gut auf mit den Sitzbänken.
Zu guter Letzt habe ich dann hier noch einen Weg gebaut, der auf die Tribüne führt, damit die Besucher natürlich auch zu der Tribüne gelangen können dann im Endeffekt. Dann habe ich bei dem Geländer auch noch diese Schräge, die sozusagen nach oben führt, so ein bisschen entlang geführt. Habe das Ganze bis in den Boden gemacht, ganz unten einmal das Geländer oder dieses Metallding weggemacht, rüber kopiert auf die andere Seite. Und dann war die Tribüne soweit fertig. Als nächstes ging es dann natürlich an das Gehege, was sozusagen vor diese Tribüne kommen soll. Da habe ich natürlich direkt die Gehegepfosten an die Seiten jeweils von der Tribüne links und rechts gemacht. Bei der Tribüne an sich habe ich natürlich dann so eine unsichtbare Barriere gemacht. Habe unter der Tribüne schon mal so ein bisschen Land ausgehoben, weil da später Wasser hin soll. Weil ich habe mich für ein Wassertier entschieden. Aber welches das sein wird, das verrate ich noch nicht. Das werdet ihr am Ende der Folge dann sehen. Dann habe ich den Zaun nochmal ein bisschen angehoben aus Sicherheitsgründen und so ein bisschen abgeschrägt. Und dann habe ich sozusagen nochmal diesen Wasserbereich so ein bisschen mit dem Landschaftstool überarbeitet. Was in einem Gehege für ein Wassertier natürlich nicht fehlen darf, ist ein Wasserfall. Für den Wasserfall habe ich mich sozusagen links von der Tribüne entschieden, damit die Besucher den Wasserfall immer gut im Blick haben. Dafür habe ich einfach in diese Barriere bzw. in den Gehegezaun so eine kleine Felswand eingebaut und dort sollte dann ein wunderschöner Wasserfall entstehen. Ich bin ja sowieso ein sehr großer Wasserfall-Fan und ich sehe auch immer, wenn Leute auf YouTube Gehege oder sowas bauen, die bauen immer alle einen Wasserfall, weil es einfach richtig, richtig gut aussieht und deswegen durfte in diesem Gehege auf jeden Fall auch ein Wasserfall nicht fehlen. Hab hier dann jetzt nochmal die Zaunfarbe angepasst. Da habe ich mich für so einen Metallzaun einfach mal entschieden, weil den habe ich bis jetzt noch gar nicht so benutzt. Und ich finde, der hat farblich ganz gut zu der Tribüne gepasst, weil der einfach nochmal so einen kleinen Kontrast und sowas gegeben hat. Und deswegen habe ich mich letztendlich für diesen Metallzaun entschieden. Danach habe ich dann die Wasserfläche nochmal so ein bisschen ausgehoben, weil es musste natürlich auch unter der Felswand, wo dann im Endeffekt der Wasserfall hin soll, auch so ein bisschen Wasser sein. Und ihr seht jetzt auch schon oder habt ihr gerade schon gesehen, dass das Gehege wirklich zu einem sehr großen Teil aus Wasser besteht, was natürlich sehr, sehr wichtig ist, wenn man dann ein Tier nimmt, was zu einem großen Teil im Wasser lebt. Als ich mit der Felswand fertig war, ging es dann natürlich wieder an die Düsen für den Wasserfall. Da habe ich schon, ihr seht es ja schon oben, da habe ich so einen kleinen Bereich gebaut, wo dann sozusagen das Wasser rausfließen soll. Und dann habe ich natürlich versucht, die Düsen so zu platzieren, dass es im Endeffekt dann auch so aussieht. Also oben wieder so platziert, dass das Wasser so über diese Kante sprudelt. Dann habe ich oben noch versucht, so ein bisschen fließendes Wasser in diese Lücke reinzumachen, damit es so aussieht, als wenn das Wasser wirklich aus dieser Lücke kommt. Hab dann die Lücke aber auch nochmal so ein bisschen verschoben, damit das Ganze noch ein bisschen realistischer aussieht. Hab dann unten nochmal die Felswand so ein bisschen überarbeitet. Hab da auch nochmal so eine Querstrebe eingebaut, wo dann das Wasser auch nochmal mittendrin aufplätschert. Das finde ich immer sehr, sehr wichtig, dass man nicht so einen ganz langweiligen Wasserfall macht, sondern wirklich nochmal so ein paar Ecken und Kanten da unten hat, wo das Wasser aufkommt. Das habe ich ja in den letzten Videos auch schon erwähnt, aber ich kann es euch nur ans Herz legen, weil dann sieht der Wasserfall wirklich nicht ganz so langweilig aus. Hab dann nochmal den ein oder anderen Felsen hier rund ums Wasser verteilt. Ich muss aber auch wirklich dazu sagen, dass ich jetzt wirklich richtig frei Schnauze hier gebaut habe und gar nicht darauf geachtet habe, dass es dann später zu dem Tier passt, was dann in das Gehege sollte. Weil zu diesem Zeitpunkt, wo ich das Gehege gebaut habe, wusste ich noch gar nicht, welches Tier ich genau da reinpacken wollte. Ich wusste nur, dass es ein Wassertier werden soll, aber welches wusste ich selber noch nicht. Und deswegen habe ich es jetzt vom Stil her, das Gehege wirklich einfach irgendwie frei Schnauze gebaut. Wenn es dann im Endeffekt nicht ganz so gut zu dem Tier passt, fand ich es dann auch nicht so schlimm, weil ihr wisst ja, ne, die Zeit war sehr begrenzt.
Ich wollte einfach nur noch schnell so ein paar Sachen ausprobieren, so ein bisschen was bauen. Für euch natürlich auch ein paar Videos machen, damit ihr auch was zu schauen habt, bis dann Planet Zoo rauskommt. Und ja, das war so meine Hauptintention. Ich habe gerade noch so eine kleine Brücke da im Hintergrund gebaut, das habt ihr ja gesehen, für die Tiere. Und jetzt ging es schon an eine besondere Sache, die ich auf YouTube gesehen habe. Nämlich einen runden Unterstand, den man komplett selber baut und den man sozusagen erst einmal in 2D baut und dann kopiert man ihn sich so oft, bis man ihn dann in 3D hat. Ihr werdet gleich sehen, was ich damit meine. Das klingt jetzt erstmal sehr, sehr kompliziert und komisch, aber ihr seht jetzt ja schon im Hintergrund, ich baue sozusagen jetzt erstmal einen Stützpfeiler von diesem ganzen Konstrukt und den kopiere ich mir jetzt einmal, drehe den um 180 Grad und packe ihn auf die andere Seite. Jetzt hat man sozusagen einmal schon mal die platte Grundform von unserem Unterstand dann später. Diese kopiere ich mir jetzt einmal und drehe die um 15 Grad, weil das die kleinste Drehung ist, die man jetzt so fest einstellen kann. Weil in diesen Zwischenbereichen muss ich natürlich noch das Dach einmal fertig machen. Das habe ich auch alles nicht so richtig perfekt gemacht, muss ich sagen, weil da gibt es, glaube ich, noch ein paar Tricks, dass man das viel, viel leichter und genauer machen kann. Das habe ich auch alles so ein bisschen dann noch angepasst, dass es am Ende dann ungefähr ausgereicht hat. Man muss sozusagen zwischen diesen beiden Pfeilern, die ich jetzt platziert habe, die sind ja 15 Grad auseinander, da muss man dann die Bereiche noch ausfüllen und die gehören dann sozusagen zu diesem 2D-Stück, was man am Ende dann einmal komplett 360 Grad rumkopiert. Das werdet ihr dann gleich sehen, was ich damit meine. Das klingt wirklich alles viel, viel komplizierter, als es ist. Ihr seht jetzt schon, jetzt habe ich das Ganze einmal rundum kopiert und das Ganze ergibt jetzt wirklich ein rundes Dach. Das muss ich jetzt nur noch mit dem unteren Teil sozusagen wiederholen, dass wir natürlich auch unten dann ein Dach haben. Dafür kopiere ich mir jetzt hier auch einmal die Stützpfeiler, die ich brauche. Und die muss ich mir jetzt auch im Prinzip so oft kopieren und einmal rundherum fügen, dass hier die Lücken wirklich alle ausgefüllt sind und das Ganze dann ein Dach ergibt. Jetzt habe ich die Lücke zwischen diesen Balken einmal komplett ausgefüllt, entferne jetzt diesen einen Balken, den ich nicht mehr brauche und mache jetzt hier nochmal ein paar Pfeiler weg, die ich im Endeffekt auch nicht mehr haben möchte. Die hatte ich vorhin nur zum Kopieren, damit das Ganze auch gleichmäßig ist. Und jetzt habe ich sozusagen das 2D-Stück fertig, was ich jetzt einmal 360 Grad rumkopieren kann. Und damit haben wir unser Dach sozusagen schon fertig. Das Ganze hat natürlich jetzt noch ein wenig zu viele Säulen, weil da können die Tiere natürlich gar nicht durch. Deswegen entferne ich hier noch jede zweite Säule. Und damit haben wir einen fertigen, runden Unterschlupf. Ich muss sagen, dass das Ganze so ein bisschen asiatisch aussieht vom Stil jetzt her, wenn man den Unterschlupf so baut. Ich finde, das Gehege würde optisch wirklich gut zu einem Tiger passen, aber da ich mir vorgenommen hatte, hier ein Wassertier reinzumachen, habe ich es dann im Endeffekt auch gemacht. Ich habe jetzt aber erstmal angefangen, das Gehege alles so ein bisschen zu gestalten. Thank you.
Und damit sind wir fertig mit diesem neuen Gehege im Speedbuild. Ihr seht, ich habe hier Ganges Gavial freigelassen in dem Gehege. Und ja, die planschen hier schon so ein bisschen. Sind natürlich jetzt nicht glücklich. Ich habe hier auch noch kein Spielzeug oder sowas drin, weil das müsste ich alles erforschen. Auch noch kein Fressen und sowas. Aber ich werde die gleich wieder befreien aus dem Gehege. Also keine Sorge, denen geht's gut. Die werden hier nur ganz kurz zu Schauzwecken ausgestellt sozusagen in dem Gehege. Das Gehege passt sowieso nicht optisch zu den Ganges Gavial unbedingt. Ist mehr so, ich finde, es sieht so ein bisschen asiatisch aus. Aber ich habe mich einfach so ein bisschen ausgetobt. Ich habe das gebaut, worauf ich Lust hatte. Und ja, ich bin eigentlich recht zufrieden damit. Sieht eigentlich ganz cool aus hier hinten, der Wasserfall. Dann haben wir hier nochmal mit so einen eigenen Unterschlupf gebaut. Mit, ja, ihr habt das ja gesehen, also so symmetriemäßig. Man baut halt 2D und dann kopiert man das Ganze immer so ein bisschen, bis man dann ein rundes Objekt hat. Diesen Baustil kann man tatsächlich ziemlich häufig noch verwenden, bei vielen Sachen. Und deswegen wollte ich den unbedingt mal ausprobieren. Habe ich auf YouTube gesehen und hat ja meiner Meinung nach auch recht gut geklappt. Also das Dach ist ziemlich gleichmäßig rund geworden und sieht auch echt cool aus hier. Es hat sogar so ein richtiges Muster gegeben, wenn es gewollt war. Ziemlich cool. Gefällt mir auf jeden Fall. Genau, die Tribüne haben wir natürlich auch gebaut. Die war so ein bisschen Frickelarbeit, aber ich finde, die ist uns auch recht gut gelungen. Ich habe hier auch nochmal die Wegfarbe geändert, damit das Ganze nochmal ein bisschen mehr Kontrast hat. So sieht das meiner Meinung nach mal ein bisschen schöner aus. Die einzigen Gäste, die wir haben, sind Protestleute. Sehr gut. Leider sitzt hier gerade niemand, aber das ist auch nicht weiter schlimm. Ja, das Ziel war es auf jeden Fall. Ich hatte die Idee, so eine Tribüne zu bauen. Ich denke mal, das ist uns ganz gut gelungen. Und davor haben wir noch ein schönes Gehege gebaut. Ich hoffe, die heutige Folge hat euch gefallen. Falls ja, lasst es mich mit einem Like wissen. Ansonsten bedanke ich mich vielmals fürs Zusehen. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.